So. Willkommen zu den Ruinen von Rau und mein Versuch, den tanzenden Löwen mit dem Todesnebel totzukriegen. Es hat bis jetzt überhaupt nicht geklappt, deswegen versuche ich die gleiche Taktik nochmal. Weil sie beim ersten Mal, was nämlich das erste Mal, was immer Glück ist, sah das fast so aus, als könnte das klappen. Deswegen versuche ich das jetzt nochmal. Obwohl es nicht viele, viele Hinweise darauf gibt, dass es jetzt irgendwie so viel besser ist. Wenn das Vieh nimmt ja guten Schaden. Das Problem ist halt auch, dass das größte Teil dieses Löwen ist ja eigentlich der Dude, der da drinnen steht. Und das ist ja eigentlich der ganze hintere Schwanz, der existiert ja gar nicht richtig. Alter. Und dann den Gegnern... Was? Und dann den Gegner irgendwas zu machen, was auf Angriffsfolgen basiert, ist halt vielleicht irgendwie nur so semi-geil, wenn man alle zwei Schläge unterbrochen wird. Okay, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Oh nein. Na, ich glaube, wir waren zu langsam. Ja, was ist denn jetzt passiert? Achso, ich werde durch die Gegend gehen. Ich lebe, glaube ich. Ne, ich lebe nicht. Aber warum hat das jetzt so viel weniger Schaden gemacht? Ja, gut, das Vieh ist zu mobil. Dadurch, dass es halt. Also, ich dachte halt, dass wenn ich das mit der Doppelträne einfach ein bisschen. Wenn ich die Doppelträne einfach ein bisschen spamme. Doppeltrainer, die Doppelklinge mit der Träne und mit mir gleichzeitig spamme, dass ich dann. Dass das irgendwie geiler ist. Aber das reicht nicht. Von niemand. Weil. Ich das beim letzten Mal habe ich das hier gepoisebreakt mit dem Weapon Art und das ist diesmal aber nicht passiert. Und. Naja. Das, also. Ich glaube, der Poisebreak war das, was mir letztes Mal erlaubt hat, das Vieh auf ein Viertel Leben runterzukriegen. Bevor es überhaupt. Eins, zwei. Okay. Damage. Habe ich ja nicht schon erwähnt, dass ich Gegner hasse, die mir einfach keine Zeit lassen, irgendwas zu machen? So, okay, gut. Jetzt haben wir die Frösche. Ja, Frosche, weicht halt den Todesnebel aus. Das ist ja schrecklich mit euch hier. Oh, oh. Wie viel Todespest denn noch? Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Wenn, dann muss ich doch die Resistenz mitnehmen. Ja, aber das hat aber ganz gut funktioniert. Also das, ich meine, die erste Phase auszulösen und dann Plan B ist dann quasi, sobald die ganzen Todesnebelviecher tot sind, rufe ich erst die Träne. Und das hat ja ganz gut geklappt, ne? Ist jetzt ein bisschen ich fange immer an, mich so Taktiken zu verrennen. Ich entwickle das so iterativ, so von einem Schritt zum nächsten. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass es so wie gut ist. Also das ist denn... Ist ein bisschen nervig, dass das nicht tödlich ist für die... Die bringen 1400 Leben, das Stück. Das ist eigentlich voll gut. Hui! Blopp. So. Ich habe tatsächlich meine Seelen verloren. Wie konnte das denn passieren? Hatte ich den Trank nicht getrunken? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, das war zu gierig. Jetzt schon? Na gut. Das ist aber echt früh. So, wo ist der erstbeste Frosch? Wie viel Reichweite hat das? Hallo, die Frosche sind gar nicht geaggro, das ist ja auch witzig.
meine, die Säule hier bietet auf jeden Fall eine Menge Sicherheit gegen Todesnebel. Okay. Nein! Fuck! Ah, ich bin dumm. Sag mal, ist es irgendwie möglich, diesen Gegner mal zu Poise Breaken? Das ist ja schrecklich. Okay, jetzt haben wir Force. Das. Was ist los? Was jetzt? Wieder Todesnebel? Nee. Hallo? Hallo? Sag mal, was ist denn das hier? Warum passiert da nichts? Das Vieh ist doch tot! Ich fühle mich gerade ein bisschen beschissen. Was ist denn das hier? Warum passiert hier kein Damage? Das Vieh hat noch 3 HP und ich kann keinen Schaden machen oder was? Hallo? Muss ich jetzt die... Wie jetzt? Jetzt muss ich erst die Blitzphase abwarten, bis hier was passiert oder was? Frechheit! Na gut, die Taktik hat auf jeden Fall funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, Schaubau. Also, der Sturm des tanzenden Löwen, der als Anrufung gewirkt wird. Eine wirbelwindartige Drehung des Körpers beschwört einen Sturm herauf, der einen Tornado nach vorne schickt. Durch Aufladen versteckt die Wirkung. Die Mehrheit der göttlichen Bestien wurde von Mesmas Speeren aufgespießt und an ihnen aufgehängt, bevor sie in Mesmas Flamme verbrannt wurden. Diejenigen, die Zeugen der Tat waren, setzten sie einen Scheiterhaufen für den Turm selbst gleich. Cool. Aber hey, ich war siegreich. Ist eigentlich ein Leuchtfeuer hier unten? Wahrscheinlich nicht, oder? Yay. Zugegebenermaßen. Ein bisschen unsauber gespielt, aber das Spiel schummelt ja anscheinend auch. Weil das Vieh war schon lange tot, aber weil es ja unbedingt seine Elektrophase noch durchbringen wollte, konnte ich. Bin ich nicht zum Zug gekommen. Achso, dann ist man auf jeden Fall wieder. Mana-Amulett. Mana. Da. So, das. Ja, das Doppelklingen-Amulett ist eigentlich auch irgendwie eher so. Whatever. Judy, dann können wir jetzt noch zur letzten Plattform springen oder? Nee, da war ich schon. Oder? Aber ich kann wieder zur letzten Plattform springen, weil da komme ich her. Na gut, dann machen wir das. Oder? Ah, jetzt bin ich wieder hier! Ah, das ist ja witzig. Das hier ist der, der Ort, wo man mit dem Turm hinkommt, für den man den Schlüssel braucht. So, Problem, ich habe immer noch nicht diese Karte, die anscheinend nicht hier oben ist. Oh Mann, ey. Okay. Ich habe auch noch nicht alles, fällt mir gerade so ein. Also wahrscheinlich fehlt nicht wirklich was, weil ich konnte da unten nur noch so 3 Säulen lang springen, aber da lag, glaube ich, auf jeden Fall noch ein Gegenstand. Da würde ich zumindest noch mal schauen und wir können vor allem noch mal einmal leveln. Stufenaufstieg. Wir gehen... Ach, ich mache einfach weiter. Und ich könnte auch weiter... Ich könnte auch Stärke leveln. Aus Gründen. Warum habe ich eigentlich... Achso, wegen Mana. Ich bringe mal als nächstes Geist auf 25. Das ist das Projekt gerade zahlen. Wir müssen auch Glaube nochmal auf 10 bringen. Naja, gut. Die Bestie ist auf jeden Fall tot. Ansonsten, da hinten ist die lustige Kirche. Dem Baum geht es übrigens noch ganz gut. Also wir haben anscheinend nur diesen kleinen Siegelbaum verbrannt und nicht den großen Schattenbaum, wie ich ursprünglich dachte. So, und ich glaube, hier gibt es nicht mehr so viel zu sehen. Also hier links gibt es noch so 3 Säulen, die man theoretisch noch betreten kann. Da hinten ist halt noch so eine Grasfläche. Aber... Oh, wer seid ihr denn? Mit euch reden? Es sieht nicht so aus, wenn sie mit mir reden wollen. Das sind doch irgendwelche Arschgegner. Naja, man kann nicht mit denen reden. Gut, aber wenn ihr gerade abgelenkt seid... Ach ne, ihr seid solche. Guck mal hier! Hui! Ich meine, ihr habt doch was mit Flammen, oder? Da könnt ihr doch bestimmt nachvollziehen. Na gut. Eventuell waren die doch nicht so... Ach, hier ist das Loch wahrscheinlich, wo ich... Also ich vorhin gesehen habe, ja.
I see. So, dann können wir jetzt hier wahrscheinlich nichts mehr machen. Nein. Ja gut, aber dann haben wir doch hier eigentlich... Ah, nee, warte mal. Erstmal liegt hier noch so ein witziger Raunaststein. Und das Loch hier führt nicht dahin, wo ich dachte, wo es hinführt. Sondern zu einer Truhe. Und da hinten ist Feuer. Wird das, sind wir jetzt gleich in so einer Schmiede wieder? Ah, nee, das ist einfach nur so ein Schütze Feuerschaden. Die noch brennt, im Gegensatz zu den draußen. Talisman aller Schmelztiegel. Oh, ich dachte, es gibt nur einen Schmelztiegel. Eine gewaltige Masse, die sich vermischender Schmelztiegeleigenschaften. Verringert erlittenen Schaden durch kritische Treffer und Kopfschüsse und verbessert die Effektivität für Ausweichrollen und Schritten zurück. Erhöht jedoch auch den Schaden in allen Situationen. Soll auf Riesen gewachsen sein, das ist in den uralten Turbensagen als Mutter der Schmelztiegel bekannt. Also was sehen wir denn da? Wir sehen Flügel. Wir sehen irgendwas, was ein bisschen aussieht wie die Finger. Und da unten ist das Schlafzeug. Also dieses, das Ding von Santrina. Mutter aller... Talisman aller Schmelztiegel. Also, das ist wie immer in Ringlore, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber das hört sich jetzt so an, als gäbe es mehr als einen Schmelztiegel, was die verschiedenen... Also die Finger und so weiter sofort erklären würde, wo das alles herkommt. Judy, auf jeden Fall, das hatten wir. So, das. Ich habe leider immer noch keine Karte, weil die liegt da unten. Und da ist kein Zugang dazu und da ist ein Wasserfall. Das Einzige, was noch sein könnte, ist, dass man irgendwie von Rau runterkraxeln kann. Da runter und weg. Ich meine, da ist halt noch ein Dach und das. Die Höhle in der Flussmündung hat mir ja nirgendwo hingeführt. Oder ich habe das immer falsch verstanden, die Höhle geht tatsächlich nach oben und ich raff das bloß. Okay, warte mal, eins nach dem anderen. Wir gucken erstmal im Theater der göttlichen Bestie. Ob es da jetzt, wenn man hochrennt, weitergeht? Das würde mich interessieren, weil ich habe den Baum ja abgebrannt. Also ich meine, es gibt den Weg hier. Ich meine, das Spiel hat mich natürlich woanders hin teleportiert, das war ein bisschen unerwartet. Aber das ist ja nicht, dass es nicht da oben trotzdem noch was gibt. Ich krieg dann so einen richtigen Hunger. Was esse ich denn heute vor lauter Angst? Oh. Ich bin gerade Team bestellen, weil ich keine Lust habe, irgendwie irgendwas essen zu machen, aber eigentlich... Geldverschwendung mal zu bestellen. Ach mal, jetzt ist hier doch was. Es sah aus der Entfernung so aus, es gibt hier immer noch Schatten, aber... Ne. Wir können ja auf einmal hier eine Menge erkennen. Das war vorher hier definitiv mehr zu, sag ich mal. Oh. Ja. Fühlen zu sehen und gewähren Göttlichkeit aller Erlösung. Na gut, ist ja schön hier. Ja, wir kommen hier einfach rein. Prächtig. Ah, der Fahrstuhl ist nicht da. Können wir ihn rufen? Ja! Ich bin mal gespannt, wo wir da jetzt rauskommen. Weil das ist ja nicht der vom Spiel mir zur Verfügung gestellte Weg. Oh, guck mal, die haben hier fancy Ketten. Mit so Gebamsel dran. Witzig. Skorpione. Es sieht hier... Ich habe mich doch sonst mal beschwert, dass mal alles so kaputt aussieht. Oh. Das ist auch ein witziges Begräbnisschiff. Dadurch, dass das hier in den Schatten lag und... Messen wir es bis hierher gekommen? Aber der Baum wurde nie verbrannt. Inir Ilim. Ja gut, das ist also quasi ein anderer Zugang nach Inir Ilim. Dadurch, dass der... Oh, wie sieht dieses Leuchtfeuer ein bisschen wichtiger aus als das andere? Also die ganzen anderen Leuchtfeuer... hatten nicht so viel Kreis um sich herum, oder? Es sieht gerade verdächtig. Haben sich jetzt die anderen Pfeile aufgelöst? Nee. Meine, wo zeigen die hier eigentlich noch hin? Aber die anderen zeigen hier nicht mehr in irgendwelche Richtung. Aber vielleicht fehlt mir noch irgendwas. Ein Marika. Nee, ist eine Geisterreserve. Hm. Ja, das hat jetzt schon wieder sehr... Ich weiß nicht, ob es Hauptstadt oder eher Haligtree-Vibes sind. Ich glaube, das ist eher das Äquivalent zum Halig... Ach so! Ah! Naja, gut, da sind wir jetzt nicht so viel weitergekommen. Habe ich nicht gerade geblockt?
Und wie habe ich mit diesem Vogelspieger noch echt wenig Freude. Wow. Hallo? Also ich war gerade der Meinung, dass ich zweimal ausgewichen bin, aber... Hm. Ja, das ist ja irgendwie nicht zu unterbrechen, das ist ein bisschen ärgerlich. Na, ist ja auch egal. Na, hier waren wir ja auch gerade. Achso, die Treppe führt doch uns nichts. Also muss ich davon ausgehen, dass das hier alles mal irgendwie... Okay, das ist ein bisschen lame. Wer hat das denn abgenickt? Und da unten ist einfach nur eine leere Fläche, die quasi sich immer wiederholende Texturen hat. Und das sieht ja total langweilig aus. Hat sich das denn ausgedacht? Das ist echt schade. Ja, wirklich, guck doch mal hier. Einfach nur nichts. Hm. Oh, da ist wohl jemand auch daran gestorben. Naja. Schade, schade, schade. Kann man jetzt auch nichts machen. Hm. Na gut, dass wir das eine Leuchtfeuer gerade gekriegt haben. Gut, das ist... es führt also sehr schnell konvergieren die beiden Wege miteinander. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert, bis wir an der von der Theater des Löwenstelle bis hierher hinkommen. Aber hey, das sieht immer eine... Oder ein bisschen... Es erinnert auch ein bisschen an den Drachentempel aus Dark Souls 3. So... Von der Machart her. Du hast ja diese komischen gewundenen Säulen, die hatten wir auch oben bei der großen Säule gesehen. Hier ist wahrscheinlich Sackgasse, weil wir müssen natürlich einen anderen Weg laufen, weil der hier ist natürlich Mist. Da hinten kommt der Sand runter. Er ist schon recht hoch hier. Das könnte auch ein Bauwerk aus Star Wars. Ach, guck mal, hier könnte man natürlich auch so stehen. Ja, aber leider gar nicht, sieht gar nicht so... Was ist da hinten für ein Dude? Das ist wieder so ein Typ. Haha! Oh. Ich glaube, der Pfeil macht tatsächlich gar keinen Schaden, aber das Gift macht halt Damage, ne? Ja, denn. Komm mal klar mit dem Gift. Wird denn niemals dran sterben. Also auch witzig, dass die einzelnen Pfeile einfach gar keinen Schaden machen, aber halt der Status trotzdem draufkommt und deswegen nimmt er halt Schaden. Ich bin jetzt auch ganz natürlich hier erstmal aufs Dach gesprungen, weil das macht man halt so in Soulspawn-Spielen. Soulspawn-Ring-Spielen? Das niemals, nie nicht sollte man ein Dach hinterlassen. Okay, hier rieselt auch Sand runter. Was soll es das denn schon wieder? Ach, grotesk gewesen. Oh, hier in den Baum sind wirklich Leute reingewachsen. Cool. Gebrochene Rune. Ich. Hey. Ja, dann tanke die Dudes. Stehen die denn so auf Backstep? Ist das denn ihr präferiertes Schicksal, in so einen Baum einzuwachsen? Ich meine, der Typ hat gerade den... Zumindest sieht es so aus, als wären Leute in diesen Baum reingewachsen, angebetet. Bisschen gewuchert, die ganze Geschichte. Jetzt wüsste ich gerne, wie es hier drinnen aussah, bevor ich den Siegelbaum verbrannt habe. Sah es von innen normal aus? Oder haben die vorher in so einer komischen Halbschatten... Oh, der sieht ja aber irgendwie fies aus. Der hat irgendwie so ein Messer. Aber er kann mich nicht unterbrechen. Oh, Runenbogen. Seltenheit. Achso, das ist einfach nur die fette Variante von denen. Oh, warte mal, ich habe eine anmaßende Idee. Ich trinke mal lieber den Dingstrank, weil ich ahne, dass ich für meine Anmaßigkeit gleich den ultimativen Preis bezahlen werde. Lass dich nicht stören, lass dich nicht stören. Oh, jetzt... Ja. Oh. Aua. Oh, die können alle zaubern, das ist schlecht. Oh. Ah. Oh. Ist das nicht Ordnung wiederherstellen? Natürlich kann er... Oh, warte mal. Was ist das für eine Kante, an der ich hier gerade stehe? Warte mal, auf hier mit euren komischen Zeug. Also wirklich. Was ist mit dir? Kannst du eigentlich nicht bluten? Doch. Okay, gut. Der Fetti ist aber nicht ganz so schlimm wie gedacht.
Oh, ein Pferd, ist er auch schon. Na gut. Das nehme ich doch gerne. Ja, das Weapon hat leider irgendwie auch nicht so doll von diesem Doppelspeer. Ich hatte irgendwie ein bisschen mehr erhofft, als es hieß, das macht Schwarzflamme. Irgendjemand zaubert Bullshit auf mich. Was hat der gestern? Achso, das sind so eine Dudes, die sich selber buffen. Als erste Tat des Tages. Siha Lothric Castle. Au. Ist das Heilige Klinge? Das hätte ich auch als Webmart irgendwas draufpacken. Das sind ganz viele. Ach, guck mal, die halten so runenbogenfarbige Kerzen in der Hand. Also zumindest sieht es ein bisschen aus wie ein Runenbogen. Ich habe keine Ahnung, was das darstellt oder was wir daraus ableiten können. Aber ich sehe, dass die runenbogenförmige Kerzen halten. Achso, jetzt sind wir auf der anderen Brücke. Wie kommen wir da rüber? Die Antwort ist wahrscheinlich wie so oft Parkour. Ah, ist aber risikofreier Parkour. Naja, also relativ risikofreier Parkour. Was hast du noch Schönes für mich? Krummfingermedizin. Okay. No. Oh. Oh nein. Ja, wir nehmen mal eine andere Waffe. Das scheint hier nicht so zu sein. Doch wieder den guten Blutungsspeer? Man, der kann mich immer heilen. Fliegenschimmel. Ich meine, da wo zwei Fliegen sind, sind noch mehr. Okay, jetzt sind wir da. Da wo. Hier wollte ich sowieso hin, weil das ist. Oh, warte mal. Weil wir sind jetzt nämlich unten von der durchgebrochenen Brücke, zu der ich mich. An der ich schon gerade in den Rücken stand. Ich wollte halt während des Kampfes nicht runterfallen, aber ich habe schon gesehen, dass da das Ding hier halt lag. So. Bitte nicht. Oh, noch mehr von denen. Ich glaube, ein Speer ist auch nicht so die ideale Waffe gegen Fliegen. Ich schon lange nicht mehr eingesetzt, bis mein Blutreißzahn. Hier besser als der Rest? Ich meine, die bieten wieder um so ein. Das hat noch zwei getroffen? Der war normal machen sollen. Die bieten hier so ein Horn-Herold-Dings. Ah, Gäste. Schön, 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 schön. Ach, sonst waren die Stadt und mal. Achso, hier fängt der Baum. Ist das der gleiche Baum? Ah! Wir sind im Erdgeschoss von dem Ding von eben. Jo. Schön. Schön, schön, schön. Dann sind wir hier auch vollständig. Dann kommen wir wahrscheinlich mit der Treppe wieder hoch und können gleich wieder nochmal über die Wurzeln. Aber immer noch ein großes Baumthema hier, ne? Ich habe zwar keine Ahnung, was es mit den halbbogenförmigen Lampen auf sich hat, wie ich das interpretieren muss, was das zu bedeuten hat, dass die Fliegen im Keller sind, aber halt auch was anbeten, weil da oben die anderen Dudes sind, ob das auch Fliegen sind, nur die besser eingepackt sind, weil sie mehr Hörner haben und deswegen gelten sie mehr. Keine Ahnung. Ich müsste mir vielleicht doch irgendwann mal die Mühe machen, mir irgendwie so ein Lore-Video anzugucken. Das Problem ist, ich ahne, dass das so uneindeutig ist, die Lore, dass das gar nicht konkret jemand sagen kann, wie das zu interpretieren ist, was wir hier sehen, sondern dass es halt trotzdem noch uneindeutig ist. Also, dass es dafür mehrere Möglichkeiten der Erklärung gibt. Das macht hier immer so ein Tsch-Geräusch, was sich sehr daran anhört, würde irgendjemand irgendwelche glaubensbasierte Magie auf mich werfen. Ich hasse das, wenn das Leute machen. Du lass dich nicht in dein Gebet von mir stören. Das kannst du im nächsten nehmen, kannst du dann weiter. Spira. Höhere Zauberei der Turmpriester, die als Anrufen der Spirale gewirkt wird. Verschlingt die Arme ineinander und. Achso, verschlingt er so? Ineinander und teilt sie zum Himmel empor, um eine Lichtspirale zu beschwören, die zu Füßen des Gegners explodiert. Ach, das ist der Scheiß. Das Licht bleibt so lange bestehen, wie sie gedrückt wird. Die Spirale ist ein normalisierter Schmelztiegelstrom. Eines Tages wird sie eine Säule bilden, die sich bis zu den Göttern erschreckt. Ein normalisierter Schmelztiegelstrom. Was übrigens auch nicht komplett zu missachten wäre, ist, dass es einfach nur eine Menge Bullshit sein kann, den wir hier lesen. Ne? Nur weil das nicht die Erklärung halt irgendwie in-world ist. Das ist halt auch mal das nächste Ding. Inwiefern lügt das Spiel dich... Oh, was ist das hier noch schon? Das ist ein Belorat-Turm, oder? Nee, das gehört alles dazu. Okay, gut. Inwiefern ist das, was du in-game liest, ist das tatsächlich nur in-world?
Lore und das könnte auch falsch sein. Ich meine, es passiert relativ selten, dass du in Spielen tatsächlich komplett falsche Informationen kriegst und dass dann irgendwann ein Spiel rauskommt. Haha, der Itemtext, den du gelesen hast, war vollkommen falsch. Oh, ich hab nichts mehr. Hm. Okay, das. Also mal davon abgesehen, dass er gerade unfassbar viel Damage macht. Hallo? Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, ich hasse das. Diese Gegner, die keine Ruhe lassen, wo einfach kein Chill ist, wo du nichts machen kannst. Das ist so nervig. Es wäre genug Zeit gewesen, Mann zu greifen, aber da ich low war, wollte ich ein bisschen disengage und mir kurz die Zeit nehmen, um mich zu heilen. Aber nein, das geht nicht, weil das präferierte Design für Gegner ist, dass sie immer in dein Gesicht stehen. Oh, das ist so anstrengend. Ach, nee, falsch abbiegen. Ach, nee, das war schon richtig. Können wir über das Dach springen? Ah. So, jetzt renne ich da aber durch. Weil ich glaube, die meisten Leute müssten sich durch meine Anwesenheit ja zum Glück nicht genervt fühlen. Oh, das ist so nervig. Also wirklich, ich finde das extrem nervig, dass es halt so eine Gegner gibt, die sich einfach nur... Der hat ja nicht ruhig gelassen, ne? Er hat ja während er gesprungen ist, was normalerweise so traditionell so der Moment ist, wo du noch einen Heiltrank einwerfen kannst, hat er dann noch irgendwie so einen Spuckangriff, sah es aus. Oh nein, euch gibt's ja auch noch. Warte mal, euch muss ich eventuell aus dem Leben nehmen. Ihr habt irgendwie das Potenzial, enorm nervig zu sein. Vor allem habe ich zwischendurch versucht zu blocken, das hat überhaupt nicht funktioniert. Hallo? Alter. Alter. Und die können jetzt irgendwie alle den... Halloho! Sag mal, wie weit soll ich denn noch... Hallo! Wie weit soll ich noch wegstehen? Och, es ist so anstrengend. Die können jetzt alle den Meister Gundyr Gedächtnismove mit diesem scheiß Tritt. Den konnte früher nur Gundyr! In Dark Souls 3. Und jetzt können den alle! Also gefühlt. Oh, das ist so anstrengend. Alles ist so anstrengend hier. Oh. Ja, aber hey, ich hab meinen Sehen wieder. Okay, vielleicht gehe ich das so falsch an und ich müsste stattdessen mit mehr Bräsigkeit herangehen. Achso. Ich vielleicht einfach ein bisschen zu agil gewirkt habe. Versucht habe, zu schön geistig die Dinge anzugehen. Das vielleicht lieber einfach mit der ganz groben Kelle hier. Obwohl sich in der Regel eigentlich diese Art von Gegner nicht dadurch bremsen lässt, wenn man sie mit Großschwertern haut. Ich versuch's trotzdem. Bin übrigens sehr stolz auf meine Idee, den Sprungangriff. Das ist echt dumm. Du rennst von ihm weg. Okay, das. Ein weiteres Mal war das Großschwert das Mittel der Wahl. Droppst du irgendwas? Okay, der kommt anscheinend wieder. Gut, schön. Ein bisschen anscheinend. Der Dudrich auf jeden Fall. Was haben wir hier schon das? Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll, diese Statue. Oh, in der Tat. Also, das Geräusch, was ich höre, ist wirklich jemand, der was auf mich traut. Ist das noch ein Fetti? Hallo? Mir ist ein anderer übrigens. Das ist ein Gegner, der keine Ruhe hatte, ne? Und das ist, glaube ich, eine Designphilosophie, die sie tatsächlich aktiv also verfolgen. Das ist jetzt kein Zufall, dass das so ist, oder schlechtes Design. Also, ich finde es toll, dass es schlechtes Design ist, aber sie selber sehen es nicht so. Also, FromSoft. Dass die Gegner so schnell hintereinander zaubern, dass du halt keine Ruhe hast. Das ist schon irgendwie
Nicht? Echt nicht? Ich bin absolut überrascht. Also das ist halt, das haben sie ja mit Bloodborne angefangen, weil Bloodborne hat ja ein sehr anderes Prinzip. Da gibt es ja einfach keine Schilder. Und das ist ja auch Absicht, dass es in Bloodborne keine Schilder gibt. Doch, es gibt eins, aber das ist scheiße. Ja. Ruf die Geister von zwei Inquisitorinnen. Ah. Asche, die Inquisitorinnen Hexen führen Kerzenleuchten mit Stacheln. Einer der beiden wirkt einen Turmfluch zur Heilung von LP, während sie der Fluch der anderen ihre eigene Angriffskraft erhöht. Inquisitoren übersteigen den Horizont der Laien häufig, weshalb hohe Erfahrung als Vorteil galt. Also ich glaube, Laien ist in diesem Fall wie Laiendiener gemeint. Gibt's ja, da kommt das Wort ja ursprünglich her. Weil das sind Inquisitoren anscheinend. Oh, meine Güte. Also irgendwo ist hier noch so ein Zauberklaus. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, da. Brauche eigentlich Sicht, um mich dummes Zeug zu zaubern, oder? Ah. Anscheinend nicht. Und eigentlich ist es, glaube ich, ein Laie, so ein nicht ordinierter Kirchendiener. Oh, guck mal, ein Kellerzeichen. Haben wir noch nicht erstmal gesehen. Doch, erstmal ein Estus. Aber immer noch alles sehr gut erhalten hier. Scooterbaum und. Hier lasse ich alle meine Ängste zurück. Hey, das war ein anderer Spruch. Guti. Dann würde ich mal sagen, haben wir den ersten Abschnitt geschafft. Und nach 3 Stunden würde ich mal sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal eine Pause einzulegen. Spiralturm. So, so. Erster Turm. Oh, die Leute haben, die Orte haben Namen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Eldenring. Macht's gut bis dahin. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.